Das SIO-Festival bei Freiburg heute Mittag. Ausgelassene Festivalstimmung. Ganz anders gestern Abend. Ein echter Schockmoment gegen 7:30. Achtung, Achtung. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Besucher aufgefordert, das Festivalgelände zu verlassen. Grund: eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Rund 22.000 Feiernde mussten zu den Shuttlebussen, zu ihren Autos und zum Campingplatz zurück. Innerhalb von 40 Minuten war das Festivalgelände geräumt. Sehr geordnet, alle ganz entspannt rausgegangen, war gut ausgeschildert. Innerhalb von einer Stunde waren wir im Bus. Und es hat alles super geklappt und wir waren eigentlich ganz zufrieden und ich glaube, es war auch richtig, das zu räumen. Zu größeren Unwetterschäden kam es jedoch in Ilsfeld im Kreis Heilbronn. Eine Scheune wurde vom Blitz getroffen. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. In Baldrich-Dottingen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald setzte ein Blitz einen Schreinereibetrieb in Brand. Etwa 160 Feuerwehrleute waren bis am Vormittag im Einsatz. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Heute gab es erstmal keine Wassermassen mehr von oben. Und für kommende Woche sieht die Wettervorhersage auch recht freundlich aus.